Heute beim elektrischen Reporter: Drohnen, Körpermaße, Lobbyisten. Ich habe sie erwartet. Der Himmel angefüllt mit fliegenden Autos. Das war eine der Lieblings-Science-Fiction-Visionen des letzten Jahrhunderts. Der Himmel angefüllt mit kleinen fliegenden Robotern. Das klingt zwar auch nach Science-Fiction, ist es aber womöglich gar nicht, wie unser erster Beitrag zeigt. Wenn der Fotograf Manuel Fraundorf für einen Auftrag unterwegs ist, dann packt er außer seiner Kameraausrüstung auch eine Fernsteuerung ein. Denn Fraundorf und sein Mitarbeiter fliegen Drohnen, um Gebäude oder Landschaften aus der Luft zu filmen und zu fotografieren. Für die meisten Menschen sind diese unbemannten Flugroboter noch ein ungewohnter Anblick. Sie haben von Drohnen bisher nur als militärische Kampfmaschinen gehört, eingesetzt in den Krisengebieten von Pakistan oder Afghanistan. Doch längst loten Nutzer wie Fraundorf die zivilen Anwendungsmöglichkeiten der Technik im heimischen Luftraum aus. Also in erster Linie ist die Drohne und der Octocopter in unserem Fall ein Hilfsmittel, um Bilder zu gestalten und aus schönen Perspektiven Fotos und Filmaufnahmen zu machen. Und somit ist die Drohne ein Vehikel für die Kamera. Die kleinen Flugroboter sind auch für die Forschung interessant. Informatiker Tim Landgraf entwickelt mit seinen Studenten intelligente Navigationssysteme. Das Vorbild der Forscher sind Bienen. Die Insekten orientieren sich selbstständig in ihrer Umwelt. Das soll irgendwann auch der selbstgebaute Neurocopter des Teams können. Landgraf weiß um das schlechte Image seines Experimentiergeräts und grenzt es daher bewusst von allem Militärischen ab. Wir sagen Copter dazu. Es ist ein Quadcopter, weil er vier Motoren oder Rotoren hat. Ganz allgemein spricht man von Multirotor- oder Multicopter-Systemen. Drohnen verwenden wir allein schon deswegen nicht, weil wir uns nicht in diese militärische Ecke stellen wollen. Fliegende Paketcopter, wie sie der US-Versandhändler Amazon oder auch die Deutsche Post testen, wird es in absehbarer Zeit über deutschen Städten wohl nicht geben. Und auch der Pizzabote wird so schnell nicht durch einen fliegenden Roboter ersetzt. Die Kopter kommen aber durchaus schon professionell zum Einsatz. Sie kontrollieren Überlandleitungen, Deiche oder Windparks. Landwirte lokalisieren in ihren Feldern Wildtiere mit der Hilfe von Drohnen. Die Roboter sollen außerdem schon bald in brennende Gebäude hineinfliegen oder Medikamente an schwer zugängliche Unfallorte transportieren. Einsteigerdrohnen kosten knapp 300 Euro. Das macht sie auch für Hobbyisten erschwinglich, die in ihrer Freizeit mit der Technik experimentieren. Welche Regeln dabei gelten, darüber machen sich nicht alle Piloten Gedanken. Der spielerische Aspekt des Einsatzes dieser Geräte ist natürlich groß. Und wer sich ein solches Gerät im Supermarkt kauft, der hat nicht Lust, sich vorher erstmal durchzuwühlen durch die Vorschriften. Die Vorschriften aber gibt es. Für leichte Drohnen unter 5 Kilo brauchen private Piloten zwar keine Flugerlaubnis, doch es gibt Vorgaben, etwa zur Flughöhe. Und eine Versicherung ist auch für Hobbyflieger Pflicht, denn der Pilot haftet, wenn die Drohne abstürzt oder Unfälle verursacht. Jeder Pilot, egal ob unbemannt oder bemannte Luftfahrt, muss sich darüber klar sein, dass er am Luftverkehr teilnimmt und dass es dort Regeln gibt, genau wie auf der Straße. Kommerzielle Nutzer, wie der Fotograf Fraundorf, müssen vor jedem Flug eine Menge Papierkram erledigen. Flüge über bewohntem Gebiet sind mit besonders vielen Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen verbunden. Also in der Stadt eine Drohne zu fliegen, ist immer ein besonderer Anspruch. Letztendlich sind wir für dieses Gerät verantwortlich, was in der Luft fliegt. Und müssen auch oft dem Auftraggeber sagen, das ist technisch machbar. Wir können natürlich alle Moves machen, die ihr haben wollt, aber das machen wir nicht. Die Vorstellung, dass Drohnen über unseren Köpfen schwirren, ist vielen Menschen unheimlich. Die kleinen Kopter sind quasi fliegende Augen, die alles sehen, alles aufzeichnen können. Videoaufnahmen aus privaten Gärten oder Wohnungen sind problemlos möglich, auch wenn sie illegal sind. Der Luftrechtsexperte Guy Müller appelliert deswegen an das Verantwortungsbewusstsein der Piloten. Wenn es nicht möglich ist, diese Probleme, die es gibt, in den Griff zu kriegen, wenn die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, das Verbot
dieser Technik ist, dann ist das ein großer Schaden, der da angerichtet wird. Von solcherlei juristischem Klein-Klein lassen die Drohnen-Enthusiasten sich nicht bremsen. Sie sind überzeugt, die schwirrenden Kleinroboter sind nicht aufzuhalten. Also ich glaube schon, der Himmel wird irgendwann voller Drohnen sein, das glaube ich schon. Die Frage ist jetzt, wie lange dauert das? Drohnen haben als neuartige, vielfältig einsetzbare Maschinen großes Potenzial. Genau diese Unbestimmtheit macht vielen aber auch Angst. Sicher ist, schon jetzt betrifft die Drohnentechnologie nicht mehr nur weit entfernte Kriegsschauplätze. Sie ist im deutschen Vorgarten angekommen. Die alten Massenmedien haben nicht nur unser Weltbild geprägt, sondern auch unser Körperbild. Wie man Letzteres wieder an die Realität anpassen kann, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Hallo, ich schreibe auf Twitter als Janelle. In einem Blog, das auch Janelle heißt, schreibe ich über Feminismus, Kinder, Körper und was mir sonst noch so einfällt. Also ich habe eigentlich einen Text geschrieben auf meinem Blog, in dem ich darüber schrieb, wie schwierig es ist, Kleidung zu finden, wenn man nicht den normalen Werbungskörper hat. Also im Rahmen dieses Artikels habe ich dann eben auch gesagt, ich mache jetzt jeden Tag von mir ein Selfie, in dem ich zeige, was ich so anhabe und wie ich eben so aussehe. Das haben dann viele Leute aufgegriffen und haben auch bei Instagram Fotos von sich in Oberbekleidung gepostet. Und dann irgendwann kam die Frage auf, wir würden das gerne so ein bisschen sammeln. Deshalb musste irgendwie so ein Hashtag gesucht werden oder irgendwas, woran man sich erkennt. Und mir ist im Text ein Fehler passiert. Ich habe einen falschen Vertipper quasi gehabt. Ich habe nicht 90-60-90 geschrieben, also die Topmaße, sondern ich habe stattdessen 60-90-60. Aufgrund dieses Vertippers haben wir halt dann gesagt, wir nehmen einfach 60-90-60, weil es einfach die Karikatur des Idealmaßes ist. Und so war das dann eigentlich ein ziemlich großer Selbstläufer, der bis heute noch anhält. Also es gibt immer noch Leute, die sich morgens oder mittags oder abends fotografieren, das reinstellen und mittlerweile sind da irgendwie 13.000 Fotos auf Instagram zusammengekommen. Es ist eben nicht so dieses Gelackte, was einem in Magazinen, Fernsehen oder so präsentiert wird, sondern es sind Menschen oder authentische Menschen in ihrer authentischen Umgebung sozusagen. Diese Personen werden nicht repräsentiert in der Mainstream-Kultur und deshalb ist mir das so heilig, dieses morgendliche Anschauen der Bilder. Und man kann ja die Welt nicht ändern, man kann jetzt auch nicht sagen, alle Zeitschriften weg und alle Werbung weg und das wäre auch, glaube ich, nicht sinnführend. Aber es ist ja ein Thema, was mich persönlich eben auch betrifft, kann auch einen Lebenslauf der Diäten erstellen. Wenn man das jetzt eben auf eine Gesellschaft übertragen will, dann würde ich es mir einfach wünschen, dass dieser ganze Körper- und Umfangskult, ne, darüber, ob man jetzt zu dünn oder zu dick oder zu groß oder zu klein ist, dass das einfach komplett an Relevanz verliert. Der Körper ist am Ende des Tages, wenn er gesund ist, relativ egal, denke ich immer. Für manche Berufe gibt es weder eine Ausbildung noch einen Studiengang. Lobbyist zum Beispiel. Um eine Handvoll junger Menschen, die autodidaktisch den Lobbyistenberuf erlernt haben und ihn ausüben, darum geht es in unserem nächsten Beitrag. Thomas Lohninger führt ein Doppelleben. Im Alltag studiert der 28-jährige Kultur- und Sozialanthropologie in Wien. Doch in seiner zweiten Identität ist Lohninger Lobbyist in Brüssel. Es ist wahnsinnig toll, mitzubekommen, dass man selber was verändern kann an Gesetzen. Und in Brüssel ist das um einiges leichter möglich als auf nationaler Ebene. Wahrscheinlich war es zu einem guten Teil Thomas Lohninger, der die Netzneutralität in Europa gerettet hat. Die europäischen Internetprovider sind also künftig verpflichtet, die Daten aller Anbieter und Nutzer weiterhin zu gleichen Bedingungen durch ihre Netze zu leiten. Dieses fundamentale Prinzip des Internet wollten die großen Telekommunikationskonzerne kippen und eine Art Mehrklassennetz einführen. Das Europaparlament stoppte diese Pläne der Konzerne und schloss sich den Argumenten von Lohninger und dessen Mitstreitern an. Für viele Beobachter vollkommen überraschend, auch für Lohninger selbst. In diesem Moment im Plenum zu sitzen und mit der Abstimmungsliste genau zu verfolgen, was passiert jetzt? Kriegen wir eine Mehrheit? Das war ein wahnsinniger Moment.
Brüssel ist ein Biotop für politische Einflüsterer. Etwa 20.000 Lobbyisten versuchen dort, ihre Interessen in der EU-Politik unterzubringen. Großkonzerne, Industrieverbände, Wirtschaftsvereinigungen und EDRI, ein winziger Lobbyverband für digitale Bürgerrechte, der gerade mal 5 hauptberufliche Mitarbeiter hat und daher in einer Art permanentem Ausnahmezustand arbeitet. Also wir versuchen, Prioritäten zu setzen, aber es ist auch wirklich sehr schwierig für uns, hier alle Themen abzudecken und alle Termine wahrzunehmen. Also ich glaube, wir müssen uns im Moment vierfach klonen, um wirklich alles abdecken zu können. 35 Vereinigungen aus 20 Ländern unterstützen und finanzieren EDRI. Aus Deutschland unter anderem der Chaos Computer Club und der Verein Digitale Gesellschaft. Lobbyismus wie die Großen kann sich das kleine Grüppchen personell und finanziell nicht leisten. Aber ein wenig ist man auch froh darüber, anders zu sein als die anderen. Also ich glaube, die Industrie oder Vertreter der Industrie machen hier einfach nur ihren Job, während wir wirklich mit dem Herzen bei der Sache sind. Und dazu kommt noch, dass wir natürlich auch oft die Kraft des ganzen Internets auf unserer Seite haben. Die Kraft des ganzen Internets hatten EDRI wohl auch bei der Abstimmung über die Netzneutralität auf ihrer Seite. Als die fürs Digitale zuständige Kommissarin Nili Kröß einen Verordnungsentwurf präsentierte, der ziemlich genau den Vorstellungen der Telekommunikationskonzerne entsprach, startete EDRI in kürzester Zeit die Kampagne Save the Internet, ausschließlich im Internet. Dort konnten Bürgerinnen und Bürger ganz einfach mit ein paar Klicks ihre Abgeordneten kontaktieren. Sie konnten E-Mails schicken, sie konnten ihre Abgeordneten anrufen und auch Faxe schicken. Und ich glaube, insgesamt wurden über 20.000 Faxe ins Europäische Parlament geschickt. Die Kampagne hatte Erfolg. Vielleicht war es ja diese Faxflut oder überhaupt die mobilisierten Massen im Netz, die die Parlamentarier letztlich beeindruckten. Oder hat vielleicht die Industrie den Mini-Lobby-Verein schlicht unterschätzt? Lass mich die Frage mit dem Zitat eines Telekom-Lobbyisten beantworten. EDRI wäre wirklich gefährlich, wären sie nicht so unterfinanziert. Das ist ein Originalzitat, was gefallen ist, bevor wir diese Abstimmung gewonnen haben. Unterschätzen wird man EDRI in Brüssel wohl nicht mehr. Sogar in traditionell wirtschaftsnahen Fraktionen des EU-Parlaments respektiert man inzwischen die Netzlobbyisten. Also ich habe schon den Eindruck, dass EDRI eine sehr gute Arbeit macht in Brüssel, auch eine sehr informierende Arbeit, sage ich mal. Auch sehr gut selbst vernetzt ist in die einzelnen Strukturen hinein. Es sieht also ganz danach aus, als könnte Thomas Lohninger noch länger eine Doppelexistenz führen. Das erfolgreiche Ringen um die Netzneutralität hat ihn zuversichtlich gemacht. Man spricht immer davon, dass Brüssel so anfällig ist für die Lobbyinteressen. Ja, das stimmt. Aber das heißt auch, dass es anfällig ist für unsere Interessen als Zivilgesellschaft. Vorratsdatenspeicherung, das Handelsabkommen mit den USA und die Reform des Urheberrechts stehen aktuell auf der To-Do-Liste von EDRI. Vielleicht sollten die EU-Parlamentarier schon mal nachschauen, ob ihre Faxgeräte genügend Papier haben. Die menschliche Natur ist schwach. Der Einfluss der Umgebung stark. Arthur Conan Doyle. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.